So, steht. Passt schon, ne? Eh. Alter, ich komm nicht. Komm ich rauf? Warte mal, ich fahr mal los. Warte. Warte, muss ich. Die Frage ich drauf. Wie? Jetzt fahr doch mal! Ja, ich weiß nicht, muss ich irgendwas drücken? Ja, also, irgendwas solltest du vielleicht schon drücken. Ah, hier, okay. Die Musik ist. Das Alter, können wir. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier ein Feuer drauf bauen kann. Weißt du, wie der Song gerade heißt? Underwater Secrets. Wirklich? Ja, der hat gerade begonnen. Von Harry Alter, Parker. Man kann hier ein Feuer drauf bauen. Brennt das auch? Brennt uns das als Floß ab? Soll ich es ausprobieren? Ja. Auf Hessen gibt es ja irgendeinen Rhythmus, den ich schlagen muss. Ah. Guck mal, so ein bisschen. Weißt du, so ein kleines Feuer, was uns wärmt. Man weiß ja nicht, ob noch Nacht kommt, bevor wir ankommen, weil ich glaube, wir werden sehr lang unterwegs sein. Aber ich glaube, wir sind schneller, wenn wir durch den Wald gehen, weil wir sicher vor den ganzen Viechern sind. Wenn wir durch den Wald gehen, sind wir doch nicht sicher. Doch, ja, wir sind doch hier, sind wir sicher. Achso, hier. Horsto. Ich hab die Frage ist, Alter, wie fährt aber so ein Hausboot oder so ein großes Floß? Ich glaube, du bleibst gerade stecken. Nee, ich habe mal die andere Taste gedrückt. Das kann nicht ewig dauern. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Rhythmus gibt, den ich. Ah. Also schnell schlagen bringt nichts. Lieber. Also ich habe übrigens, ich kann auch meine To-Do-Liste ab. Also finde Timmy, baue Verteidigungsanlagen, finde einen Weg in den Kessel, finde die vermissten. Das Loch ist wahrscheinlich der Kessel, ne? Also ich würde sagen, dass wir uns einfach, wenn wir jetzt wieder dann irgendwann da sind, wahrscheinlich mit dem Bau unserer Hütte ein bisschen weiterentwickeln, oder? Ja, also ich würde dann erstmal eine Wand und eine Decke bauen. Ne, noch kein Dach, da würde ich mir noch nicht festlegen. Ja. Aber ich würde dann auch ganz gerne schon mal eine Holzbank, vielleicht einen Tisch reinbauen, ein kleines Bett, ja. Eine Feuerstelle und so weiter. Dass wir erstmal quasi die erste Etage bauen und uns die auch schon mal ein bisschen heimisch einrichten. Ja. Und drumherum um das Haus würde ich ganz gerne so ein Fort mit Zäunen bauen und vielleicht drum und quasi, weißt du, so komplett um den ganzen Fels versprungene Verteidigungslinie. Wir brauchen dafür 1897 Holz. Du musst hier übrigens um die Dings rumfahren, ne? Um die Meerenge. Was ist das da eigentlich? Komm, was ist denn das? Warte, ich spring mal ganz schnell ab, farm die Inseln quasi ab und dann springe ich wieder rauf. Dann muss er auch noch mal ganz kurz zu einer Insel vorbeikommen, sonst bin ich hier, Jo, ich fahr einfach mal weiter. Fahr mal einfach weiter. Was? Ach, da sind ganz viele Container. Nice. Drei Stück. Warte mal, bleib stehen, ich muss aufsteigen. Ja. Warte, ich muss mal da ganz kurz das Feuerzeug ablegen. Das macht ich einfach ganz schnell. Ja! Alter. Jump'n'Run. Ein riesen Hechter. Aber das kleine Floß, wir müssen auch nochmal einen Steg bauen. Alter, wir müssen so viel bauen, ich möchte so viel. Alter, wir haben vier Container davon. Ups, ich habe aus Versehen aufs Dings eingeschlagen. Hast du vorhin so einen Container schon mal geplündert? Warte, nee. Ach, da braucht man vielleicht Sprengstoff für, kann das sein? Oder sind die auch? Ah, man muss so machen, der geht immer einmal im Kreis. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Ah, jetzt habe ich den Bogen raus. So, dann wollen wir mal absteigen, wa? Oh, hier sind Schildkröten. Da werde ich mal von einer schlachten. Das Schöne an den Schildkröten ist, man kann sie richtig leicht töten. Aber die Container sind leer, ne? Was ist hier im Paket? Oh, geil, da... Ah, in dem Paket, da war hier so ein Mikro-Controller nochmal drin, ne? Alter, was ist das denn hier in der Spiegel? Guck dir das mal an. Ich glaube, das ist so eine Folie einfach. Aber was Spiegel... Okay. Oh, hier ist noch. Oh, hier ist eine Liste. Da lag was. Hier, komm mal, ich habe eine Liste gefunden. Oh, da gibt es erstmal einen heftigen Sound. Ich habe gerade irgendwas gefunden. Zum Notizbereich wurde etwas hinzugefügt. Ich habe gerade. Erkunde tote Höhle. Das habe ich, glaube ich, gerade. Warte, von wo kommt die Musik gerade? Okay. Ich habe auch noch ein paar Mikrochips gefunden. Sehr gut.
Ich glaube, das ist so eine Filmmusik für irgendwie. Ja, die fantastische Tierwesen gerade, ja. Alter. Ist wie viel drin? Da, wie viele Festplatten gibt's denn hier? Oh, ich kann keine mehr aufnehmen. Ich auch nicht. Ich hab jetzt, warte mal, wie viele habe ich? Reicht auch wieder jetzt hier. Ah, wo sind denn die? Wo sind denn die? Also, wo sind die im Inventar? Da. Der Inventar wird irgendwann so voll, man findet schlecht, finde ich, Dinge dann irgendwie. So, wollen wir weiterlaufen oder weiterfahren? Ich würde weiterfahren, oder? Ja, ne, ja. Dafür braucht man, glaube ich, auch nicht so viel Ausdauer. Ich muss aber dringend was trinken, eigentlich. Ich bin kurz vorm Verdursten. Komm nicht auf das Flut hoch. Oh, jetzt. Warte. So, ich stehe. Okay. Ich würde mal ganz gerne wissen, was passiert, wenn ich was mit der Stange Dynamit machen kann. Ich kann nichts daraus craften. Ausrüsten. Okay. Soll ich mal gucken? Hab sie jetzt auch angezündet? Ich glaube, ich habe sie verschwendet. Explodiert sie auch noch? Ich glaube, da vorne ist unser Hügel. Mit dem Baum der Erkenntnis. Sieht auf jeden Fall so aus. Ach, wenn man L drückt, holt man das Licht, das Ding raus. Das Feuerzeug? Mhm. Ah, wie Leiter. Ja, warte mal, soll ich noch eine werfen? N-Leiter? Dann würde ich, glaube ich, mein Ding verschwenden. Ja, lass mal kommen, das hat jetzt keinen Sinn. Also kann man es auch wieder einpacken. Stimmt, gut zu wissen. Da muss ich nicht immer Q drücken und immer den Funk. Was ist denn das? Sind wie fast aus wie Windkraftanlagen, diese Dinger hier am Wasser, aber das sind irgendwelche. Ist das da vorne die Insel? Ja, ne? Das sieht irgendwie so scary aus. Oh, das sind da nochmal so eine Häuser. Guck mal. Also auf der rechten Seite. Ja, okay. Ich bin gerade mit Craften beschäftigt. Okay, wir sind fast da. Also der Seeweg ist auf jeden Fall deutlich sicherer. Und man ist auch nicht, also ich würde sagen, man ist auch schneller. Also jetzt in diesem Fall, weil wir jetzt von Küste zu Küste. Und ich kann mir vorstellen, dass die großen Floße vielleicht auch ein bisschen schneller sind, ne? Hoffentlich. Oh, da ist noch ein Zelt. Vielleicht kann man ja auch den Kettensägenmotor auch zu einem Motorbootmotor umbauen. Was ist denn das hier? Ist das untergegangene Schiff? Ah, ist der Anker. Achso, hier sind wir. Okay. Ja, dann würde ich sagen, guck mal, dann können wir das Floß vielleicht einfach hier beim Anker lassen. Das passt doch. Was? So. Wir sind da. Ich bin gerade so ins Craften vertieft. Ja, ich merke das. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Irgendwas mit Motorboot und Floß. 1, 2 Rehfälle. Danke. 1, 2 Wegfälle, 1, 2. So, okay. Wie ist das, Jona, übrigens, ich hatte das ja schon angedings. Ich glaube, ich werde heute trotzdem nicht so lange machen. Nein. So, ich habe eine Speertasche. Ich glaube, ich kann jetzt mehrere. Ah. Also ich bin jetzt. Ich gehe mal schon wieder zurück nach Hause. Warte, ja, ich bin. Sind wir denn schon da? Sind wir denn schon so da, dass wir. Achso, da ist der große Baum. Und der Anker? Ist der Anker. Siehst du es ganz gut? Der Anker ist quasi unser Ankerpunkt. Ja, genau, okay, das habe ich gerade gesagt. Also nicht das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich gemeint. So, achso, ich kann hier die Seilrutsche einmal nehmen. Kann man auch mitten drauf aufsteigen eigentlich? Ach, willst du jetzt auch rausgehen? Rausgehen? Also, willst du jetzt das Spiel beenden? Nein, ich wollte nur was zu essen machen. Aber so, ich werde so lange, glaube ich, nicht mehr weitermachen. Ich brauche dringend was zu trinken. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz zu unserem städtischen Wasserloch. Also ich glaube, wir müssen auf kurz oder fern müssen wir unsere Starthütte abreißen, wenn wir eine Verteidigungslinie bauen wollen. Ja.
Dann ist das halt so. Und ich würde gerne eine Verteidigungslinie bauen. Auch eine richtig overpowerte Gronkh-Verteidigungslinie, wo man so 20 Folgen lang baut. Ich stehe auf sowas. Okay. Ja, können wir gerne machen. Also das eine, das Bauen ist halt das eine, aber man muss auch die ganzen Materialien beschaffen. Das ist, glaube ich, wirklich dann das Anstrengende. Ja, und? Ja, kein Problem. Ich esse erstmal was. So, erstmal ein Beinchen. So. Ich kann nichts mehr trinken. Findere sauberes Wasser. Ich mach mal unsere Basis mal auf weiß, ne? Das hatten wir vorhin. Alter, jetzt kann ich Wasser in den Topf nehmen. Jetzt habe ich einen Topf voll mit Wasser. Genau, und das ist jetzt aber noch schmutziges Wasser. Das musst du dann noch abkochen. Schmutziges Wasser. Ja. Vielleicht, ich glaube, ich mach mal, das wollte ich ja gestern schon machen, so ein paar Regale. Dann kann man da mal diese Festplatten und sowas reintun. Also hoffe ich mal, dass das geht. Mal so ein bisschen Lagersachen hier. Oh, hier so ein Schrank, genau. Mach mal gleich einen großen Schrank wahrscheinlich, ne? Guck mal, es gibt sogar ein Sprengstofflager, sehe ich gerade. Oh, ich habe gerade was reingetan in den Topf. Machen wir den Schrank mal. Ach, wir haben hier ja. Machen wir wieder mal neben die Tür, wa? Für sauberes Trinkwasser haben wir ja unsere Schildkrötenpanzer. Da kann man ja auch sauberes Trinkwasser draus gewinnen. So, dann habe ich noch mal ein bisschen Holz. Alter, ich bin richtig... Was ist denn das für ein Schrank? Wofür ist der? Weiß ich nicht. Ich gucke, ob man da diese Platinen zum Beispiel reinpacken kann. Na gut. Dann mach das mal. Dass man vielleicht so ein paar Sachen, die man sammelt, dass man die einfach dann da reinlegt. So. Ich würde auch erstmal sagen, wir sollten uns ordentlich Holz beschaffen. Ja. Ja, da muss man so mal so eine richtige Holzaktion machen. Holzaktion starten vielleicht. Den Wald einfach mal komplett kahl schlagen. Also nicht komplett vielleicht, aber dass man wirklich mal eine halbe Stunde lang wirklich nur Holz hackt. Und vielleicht sogar ein bisschen tiefer reingeht und das dann etwas weiter. Hier ist so eine richtig dicke Lücke. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Schrank so kann. Vielleicht habt ihr auch ein extra Inventar oder so. So, zeig mal her. Ah, da kann man Dosen. Kann man da nur. Boah, ich würde ganz gerne gleich schlafen gehen. Okay. Hier kann man tauschen. Alkohol, was zu snacken, Flaschen. Molotov-Cocktails vielleicht? Ach, man kann das nur so nebeneinander stellen, ist ja auch lustig. Oh, warte mal, wir haben doch hier noch ein paar Dinger. Knochen, oder? Jawoll. Kann ich endlich meinen Speer wieder upgraden? Mal gucken hier, wie ist aber der Speer? Kombinieren mit Knochen? Ich kann den nur mit Alkohol und mit. Alter, jetzt lass mal pennen gehen, bitte. Ja. Oh, wir können doch nicht. Gleich können wir. Und mal Feuer an hier. Warum das ist. Da. Man bräuchte vielleicht auch mal so. Gibt es irgendwie Fackeln oder sowas? Also so ein bisschen Beleuchtung? Dass man nicht mal Feuer machen muss. Ja, es gab so Lampen. Alter, man kann Snacks, man kann Blumen, man kann. Nee, man kann zum Beispiel so ein Heilpack kann man da auch reinpacken. Ich mach mal eine Schädellampe. Aber lohnt das hier überhaupt? Ja, also ich glaube, bis wir die Bude da oben fertig haben, werden wir hier wahrscheinlich noch ein Weilchen bleiben, ne? Warte, ich mach das mal hier hin. So, guck mal, Schädellampe. Noch ein bisschen Atmo hier. Schädeldekoration, Kopftrophäe, aha. So, ich habe mal den Schrank jetzt ein bisschen befüllt und vor allem auch sortiert. Guck mal. Warte jetzt mal. Haben wir Alkoholfläschchen, etwas Medizin und haben wir eine Reihe Schoko. Wie weißt du so richtig auf so jeder Schokoriegel einzeln trapiert? Ja, geil. Schönes Ding. Gleich können wir schlafen, Alter. Alter, guck mal, der Mond gerade. Oh ja, Vollmond. Eieiei.
Mach mal die Tür zu, oder? Alter, mach mal die Tür zu. Hinter Tür auch zu. Mach mal hier den kleinen Feuerstand an. Haben wir so ein bisschen Licht in der Ecke. Das ist nämlich so eine ganz dunkle Ecke. Die macht ein bisschen... Alter, guck mal, wie schön das... Hey, ist hell. Ich glaube, diese Beleuchtung müssten wir deutlich größer aufstellen überall. Aber die muss man immer wieder anzünden, ne? Weil diesen Kopf hier muss man nicht anzünden. Ja, den muss man immer wieder anzünden. Der brennt von sich aus. So, pennen. So, ich pack mal ein bisschen Steine in das Steinelager rein. Achso, ja. Pennen geht noch nicht. Aber, weißt du, die Hütte, dadurch, dass sie auch so schief ist, hat man irgendwie das Gefühl, dass es durch den Wind irgendwie nicht so... Mir wird dann immer richtig schummerig. Wenn ich hier so drinnen bin, dann fühle ich mich irgendwie besser. Weißt du, hier so im... Aber ich finde, man verliert auch so ein bisschen die Orientierung, weil das so schräg ist. Man weiß nicht, was ist jetzt gerade, was ist schief. Wie so eine optische Täuschung auch. So, was sagt er? Können wir pennen jetzt hier? Nee, das ist ja eigentlich die billigste Hütte, ne? Also. Jetzt ging es erstmal darum, dass wir safe sind, dass wir nicht im Angriff werden. Ne, wir werden, Alter, die Angriffe sind trotzdem so aggressiv, dass man, also wir müssten, also du bist dadurch, dass du gestorben bist, also zu zweit muss man die Basis verteidigen. Du brauchst auch dringend ein Reparaturwerkzeug, damit wir beide quasi die Basis instand halten können. Okay, sehr gut. Also hatte ich gemacht, so, jetzt, ja, es geht, ja. Alter. Okay, warte. Ja, wenn du reingehst, kannst du besser schlafen. Also ich bin jetzt, du musst nochmal drücken. Ja, genau. Nice, Alter. Aber wir haben jetzt schon mal ein paar Tage, also vielleicht 2-3 Tage geschafft, ohne zu sterben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, ja. Und ich würde mal sagen, ich öffne erstmal die wichtigen Türen. So, Alter, wann ist denn endlich unser Blaubeerbeet wieder fertig? Ich glaube tatsächlich, dass man das nur einmal pflanzen kann, du. Doch, ich hab nochmal neue Blaubeeren gepflanzt. Achso, okay. Und ich würde sagen, guck mal, hier wächst so ein richtig großer Strauch. Den lassen wir, glaube ich, einfach erstmal stehen. Hier, guck mal, der hier. Oh Gott. Ja, ich gucke. Und den verarbeiten wir nicht zu Stöckern. Diesen großen hier, ne? Ja. Ja. Der bleibt da einfach stehen. Ich habe übrigens, apropos Stöcker, ich habe eine Speertasche. Ja, ja, habe ich gehört. Und ich vermute mal... Hier kann man nichts draus machen aus diesen Dingern, ne? So, ich gucke noch, was es nochmal so gibt hier. Hasenfalle, Blatt... Blatthaufenfalle ist ja auch putzig. Springfalle. Dornenwald. Das ist auch putzig, echt geil. Doch, gern so ein SOS-Ding wäre irgendwie auch cool. Alter, was ist das hier? Alter, ich habe eine neue Seite, die hatte ich vorher noch nicht. Oder ist mir nie aufgefallen. Totems heißt die. Die ist neben den Booten. Die ist so blutverschmiert. Guck mal. Guck mal, ob du es auch hast. Warte. Die Warte, war safe B, ne? Ja, die ist bei dem Signal. Die war vorher nicht, hundertprozentig nicht. Totems? Das wäre mir schon mal aufgefallen. Also neben dem Boot, da wo auch das Signal ist. Nee, da habe ich nichts. Ist ja spannend. Die ist blutverschmiert? Mhm. Das ist natürlich irgendwie komisch, dass die vorher noch nicht da war. Hast du in deiner To-Do-Liste auch erkunde tote Höhle? Nee, ne? Doch. Doch, okay. Nee, hab ich nicht. Okay, das hängt dann wahrscheinlich, weil ich nicht die gleichen Dinge habe als du. Ich hab doch vorhin in dem Container irgendwas. Irgendwas kam da doch. Hab ich schon vergessen. Irgendwie kam da. Genau, da habe ich irgendwas aufgesammelt. Warte, habe ich das noch? Das war irgendein neues Blatt Papier. Das noch? Das war so ähnlich wie die Passagierliste, nur anders. Aber da habe ich so ein Blatt Papier aufgesammelt, aber das habe ich nicht mehr. Vielleicht war das auch nur die Aktivierung dazu. Ah, jetzt, du, das war's. Wahrscheinlich war das Blatt Papier, was ich aufgesammelt habe, die Seite, die ich jetzt habe. Die Totem-Seite. Das wäre ja ein logischer, also ein einigermaßen logischer Zusammenhang. Das sieht nämlich auch so aufgeklebt aus hier alles, die Information. Und das wird es wahrscheinlich sein. Oh, spannend, ey. Auch gar keine Ahnung, was... Also das wird ja sicherlich irgendeinen beschwörerischen Sinn haben, diese Totems. Vielleicht auch zur Abschreckung oder so. Vielleicht ist das sogar... Weißt du, was der Sinn eines Totems ist? Ist das einfach nur... Schmuck, oder? Weißt du das? Na, sowas in der Art. Alter, da kommen sie, wir kriegen Besuch.
Ja? Ja, ich gehe mal schnell rein. Kannst du mir aufmachen? Fuck. Ist die Tür auf hier? Dann mach's schnell zu.